So, hallo, wir machen weiter bei I Wanna Maker. Letztes Mal hatten wir den Wechsel zwischen verschlafenem Conan und aufgewecktem Conan. Und dann haben wir den Weekly Mix uns mal angefangen anzugucken. Und ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich in meiner Playlist weitergucke, ich meine, der Weekly Mix verschwindet ja irgendwann wieder, ne? Dann gucken wir uns den Weekly Mix lieber jetzt mal noch zu Ende an. Ich weiß ja nicht, wann der aktualisiert wird. Und, ach so. Er verschwindet irgendwann wieder. Ja, okay. Okay, das finde ich aber großartig. Er bleibt in Playlists, man kann also jederzeit die Weekly Mixes nachspielen. Okay, das ist ja großartig. Dann hat man ja auch da schon unendlich viel Controlling Mode. Es ist Wahnsinn, es ist verrückt, es ist richtig verrückt. Okay, aber wir gehen trotzdem den Weekly Mix jetzt weiter durch, weil ich mir das vorgenommen habe. So, Spiky Game 3 hat Adventure, Spike-Centric, Boss und Puzzle. Also keine Trolls. Das ist immer so ganz wichtig, zu hinzugucken, ob Trolls vorkommen können oder nicht. Gut, dann gucken wir mal, wie viel wir hier verstehen. Okay, wir haben also ein Schwert. Hä? Was habe ich getan? Egal, wir sind in einem Raum. Wir spielen den Raum. Ach ja, und ich will unbedingt das eine Level nochmal probieren. Weil ich jetzt, glaube ich, verstanden habe, was ich bei dem Einsprung falsch gemacht habe. Oh Gott, der Sprung da drüben ist ja auch fies. Ah ja, okay. Die Plattformen, die habe ich nämlich nicht richtig verstanden. An den Plattformen kann man sich hochziehen, wenn man die Sprungtaste gedrückt hält. Und das macht dann den einen Sprung natürlich deutlich angenehmer. Oh, ich muss wieder zurück. Dass man das nicht am Stück machen muss. Okay. Ah, das teleportiert mich, verstanden. Das heißt, ich habe hier vier Räume. Okay, verstanden. Yikes! Nein, das wäre weitergegangen. Ah, Käsekuchen. Oh shit. Das ist noch nicht der richtige. Oh shit. Kann ich das nochmal drehen? Nein. Nee. Doch! Einmal nur, dann passt die Geschichte schon. Jetzt komme ich ja schon hin. Ja, easy. Ace. So. Jetzt einfach nur zurück. Ja gut, das ist jetzt nicht das Problem. Thank you.
Ah ja. Ach, der bringt mich wieder runter. Okay, verstanden. Okay, hier darf ich nicht rein. Oh, okay. Auch interessant, dass die so größer werden, dass man das so großer, oh, größer machen kann. Coole Geschichte. Darf ich jetzt hier rein? Ja, jetzt darf ich hier rein. Ah, jetzt kommt der Boss. Au. Ist es einfach nur aushalten oder muss ich angreifen? Wieso bin ich jetzt kleiner? Was? Ich glaube, es ist einfach nur aushalten. Lol, ich hab's nicht gesehen. Wow. Ja, es scheint einfach aushalten zu sein. 15 Sekunden, okay. Ja, ich kann ihn nicht angreifen. Okay. Das Symbol zeigt an, was los ist. Jetzt bin ich klein. Jetzt bin ich besonders groß. Au. Verstanden. Und ich kann es eh nicht beeinflussen, ne? Ja, dann war es das jetzt. Ah, jetzt gehen wir zurück. Und hier rein. Ah, und das ist das Ziel. Okay. Interessante Stage. Interessante Stage. Gut. Gimmick-Centric und Adventure. Klingt auch angenehm. 41 Sekunden. Let's go. Aha. Aha, okay, das ist so, okay. Schon mal gelernt, das ist so Lava, also oder heißes Zeug, aber nur der, ah, okay, am Rand auch. Das passiert am Rand und das passiert oben drauf. Okay, gut zu wissen, wie das funktioniert. Direkt was gelernt. Ah, das ist cool. Sehr schön, Speicherpunkte, wie sie mir gefallen. Genau deswegen. Ich hatte Bedenken, aber es hat funktioniert. Ist gut gegangen. Ah, okay. Da darf ich nicht zu ungeduldig sein, da muss ich einen Sprung abwarten. Okay. Runter! Ah, okay, verstanden. Gut, dass hier ein Speicherpunkt war. Na, zu bald. Zu bald rüber. Na, zu bald rüber. Und direkt der nächste Speicherpunkt. So gefällt mir das. Lel. Das war nix. Kann ich das nicht auf der anderen Seite auch machen? Ach so, doch nicht. Ah, ist doch nicht von allen Seiten, okay.
Oh, das wird... Ah, nee, passt, passt. Ich wollte sagen, wird ein unangenehmer Sprung, aber nee, passt, easy. Mein zweiter Sprung hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, er ist schon da. Ja, okay, keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ah, da, die habe ich nicht wahrgenommen. Okay, cool. Nice. Ach, geh weg. Also die Error hier, ne? Ja. Ich reporte diesen Bug, natürlich. Wüsste nicht mal wie. Ich will das Level nicht reporten, um Gottes Willen. Ja gut, ich kann es nicht liken. Lässt sich nicht ändern. Aber habe ich es jetzt? Wird es jetzt als geschafft angezeigt oder nicht? Hat das jetzt registriert? Ah ja. Ja, ich reporte diesen Bug. Mache ich sofort. Ruf gleich an bei Katie Kunde. Ach so. Geht jetzt überhaupt noch irgendwas? Internal Server Error. Ah ja. Geht meine Playlist noch? Ah ja. Das ist stabil. Okay, hier geht gar nichts mehr. Ja, okay. Ja, ja, ne? Ich würde sagen, ja, ist okay. Ich habe das verstanden. Ja, nee, ich habe das verstanden, dass du Probleme hast gerade. Sagen wir, loggen uns mal aus. Kann ich mich auch nur ausloggen? Ich kann nur richtig quitten. Okay, dann quitten wir richtig und loggen uns neu ein. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung, weil warum nicht, ne? Aber Internet ist noch da. Ist nicht mein Internet, ne? Ne, dürfte nicht mein Internet sein. Kann mal ganz kurz gucken. Ne, sieht okay aus. Ja, starten wir es einfach nochmal. Sonst war das jetzt halt ein kurzer Part. Ist auch okay. Wir haben ja was gespielt. Also so ist ja nicht, ne? Hm. Ah ja, wahrscheinlich. Ich hab doch nichts verändert. Was ist denn jetzt? Ah. Wieso kann ich mich jetzt nicht einloggen? Wenn der Serverfehler sagen würde, wäre es ja... Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Offline kann ich nur maken. Stabil. Ja, nun. Ja, ich habe nichts verändert. Okay, das ist interessant. Vielleicht gerade Serverprobleme, wir haben es ja gerade gesehen. Dann beende ich den Part an der Stelle. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ja, keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen. Gebt dem Part gerne einen Daumen nach oben und gerne einen Daumen nach unten, wenn ihr Serverprobleme auch nicht gut findet. So. Wobei, nein, dann bitte nicht dem Part den Daumen nach unten geben. Egal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.